Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von Defma Models und willkommen zu einem neuen Schiffsmodellbau-Video. Ja, es gibt auch noch Schiffsmodellbau hier auf meinem Kanal. Also zumindest mache ich immer im Stillen ein bisschen was, wie man das auch an dem tollen Teil hier erkennen kann. Zuletzt im letzten Livestream weitergemacht und zwar geht es um das Modell der Santissima Trinidad, der Querschnitt mit Mastsektion. Ne? Also da habt ihr das Modell mal im Ganzen. Das wird so, glaube ich, um die 80 oder 90 cm groß mit Segel, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und der Grund, warum ich das heutige Video drehe, ist, ich möchte euch zeigen, wie ich meine Decks behandle. Da ich doch öfters mal gefragt werde, Mensch, Seppel, wie machst du das? Dass deine Modelle ja doch etwas lebendiger aussehen, als immer nur dieses sterile Bauen, dachte ich mir, komm, machst du jetzt mal ein bisschen was. Material hast du, weißt jetzt auch, wie es funktioniert. Da kannst du es auch mal den Leuten da draußen zeigen. Und ich denke, das ist auch gar nicht so verkehrt, denn ich bin jetzt gerade dabei, hier das zweite Batteriedeck aufzusetzen und entsprechend kann ich euch da natürlich, ja, eigentlich fast live zeigen, wie ich das mache. Und ja, im Grunde genommen brauchen wir erstmal ein bisschen Vorbereitung. Natürlich erstmal das Material des Bausatzes, wie zum Beispiel jetzt hier diese einzelnen Plankhölzer, die habe ich jetzt hier schon auf Länge grob zugeschnitten. Immer mit so 1-2 mm Überschnitt, den kann man im Nachhinein, wenn das Ganze trocken ist, dann noch gerade an den Saarlingen abschleifen. So, des Weiteren brauchen wir natürlich die Decksplatten, also jetzt hier in dem Fall des Modells sind es zwei Hälften, die später so zusammengesetzt dann aufs Schiff draufkommen. Wir brauchen natürlich Holzkleim, einen Bleistift brauche ich jetzt nicht mehr, aber hatte ich benötigt zum Anzeichnen der Länge für die Plankhölzer. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Pinsel und ein paar Farben. Was genau, zeige ich euch jetzt gleich in einer Aufnahme. Und bevor ihr aber jetzt rankommt und mir auf die Finger gucken könnt, lasst ihr gerne noch ein Abo auf dem Kanal da. Ja, und einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Also jetzt kommt mal ran und dann gucken wir mal, ob wir das nächste Deck genauso wunderschön hinkriegen, wie das, was ich davor gefertigt habe. So, Lieben, im Grunde genommen ist das Ganze eigentlich gar kein Hexenwerk. Ich werde jetzt gerade eben noch ein paar Leisten hier zuschneiden. Ich nehme mir jetzt hier, weil das sind jetzt hier bloß 1 mm starke Leisten, dann tue ich mir mal eine die Plankhölzer auf Länge anzeichnen und lege mir noch zwei weitere, also insgesamt drei Holzleisten in die Hand. So ein bisschen grobmündig, deswegen tue ich immer gerne in Millimeter Überlänge anzeichnen, damit man zum einen noch Luft nach außen hat, um das Modell später sauber abzuschleifen, und zum anderen natürlich, weil hier beim Schneiden hier mit dem Seitenzwicker natürlich auch die Leisten in der Hand Minimum verrutschen können. So, ich schneide jetzt einfach mal grob ab. Ich habe jetzt insgesamt 9 Leisten, A6 Stück. So viel werden wir, glaube ich, nicht brauchen für das Deck. Aber selbst wenn was übrig bleibt, das können wir dann für das nächste Deck schon benutzen. Da kommen ja noch 1, 2 Minimum drauf. So. Den Abfall entsorge ich. So, dann gucken wir mal. Also, ich bin jetzt hier in der Anleitung, gerade im Schritt Nummer 34. Bin auch schon, was das Schanzkleid angeht, schon ein Stück weiter. Ne? Also, Bauabschnitt, welcher ist es genau? In der 37 wird eigentlich das erst aufgesetzt, aber ich habe die schon dran, um einfach einen besseren Überblick zu haben. Und außerdem stören sie da nicht die Abläufe, die man bisher hatte. Ne? Hier wird natürlich das Gitter wird natürlich noch auf die Länge des Decks noch runtergekürzt. Das werde ich ebenfalls dann mit der Maschine auch machen. Und auch nicht, ich hasse mittlerweile eigentlich dieses sterile, gerade, exakte am Modell, sondern ich bin dank meinem Kumpel Roger, der mir das mit dem Weathering und alles so ein bisschen beigebracht hat, also eigentlich mein Mentor ist, seit
seitdem ich den Kerl kenne und der mir das immer so ein bisschen zeigt und, wie, und auch mich berät, wie ich was machen kann, weiche ich eigentlich immer mehr davon ab, so exakt steril zu arbeiten, sondern ich mache gerne, das erkennt man vielleicht so ein bisschen hier unten an diesen, ne, sieht man glaube ich nicht vom Licht her, diese Plankhölzer hier unten, die sind nicht gerade, aber ich werde sie auch nicht gerade schleifen, weil es mich stört. Es stört mich einfach, ja. Und das macht für mich eigentlich das Modell etwas lebendiger, als wenn man einfach irgendwie nur Museumsqualität baut. Ne? Gut, habe ich sowieso nie. Ne? Also das möchte ich nie behaupten, dass ich Museumsqualität baue. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile davon weg, steril zu bauen. So, aber jetzt zum Plan zurück. Und zwar Bauschritt 34 sagt Plankholz Nummer 43. 43 braucht man insgesamt laut der Liste hier 42 Stück. Und ich habe jetzt... wie viel habe ich jetzt? 9 mal 6 sind 54. Das heißt, wir haben eigentlich schon mehr, als wir eigentlich brauchen. Und im Grunde genommen werde ich jetzt als erstes das Deck einmal komplett mit Holzleim einschmieren. Danach die Plankhölzer alle der Reihe nach von der Mitte ausgehend. Also das ist wirklich wichtig, dass wenn man Deckshälften hat, wie diese hier, dass man wirklich von der Mitte aus nach oder von der Mitte nach außen plankt. Wenn ihr von außen nach innen plankt, habt ihr eventuell das Problem, dass eine Leiste vielleicht genau bündig hier abschließt, aber die andere eben nicht. Ne? Dann habt ihr hier vielleicht so eine halbe Leiste Spalt, müsst dann die halbe hier zuschneiden und das sieht nachher blöd aus. Ne? Also wenn ihr wirklich dann über die ganze Länge eine Einheitsbreite habt und dann genau in der Mitte im Sichtbereich, wo normale Menschen in das Modell gucken, habt ihr dann wirklich dann so eine dünne Leiste drin, das sieht blöd aus. Deswegen fangt wirklich immer von innen nach außen an. Wenn ihr eine komplette Decksplanke habt, also eine komplette Platte, die zu ist, ja, also wenn das eins wäre, dann ist es scheißegal, sage ich jetzt mal, ne? Dann könnt ihr natürlich auch außen anfangen. Aber es bietet sich immer an, von der Mitte aus zu arbeiten. So. Ich kann mal gucken. Wie habe ich denn das hier gemacht? Okay. So, da kann ich eigentlich die Abfallstücken noch nehmen. Denn wir brauchen. Vielleicht reichen die sogar schon. Oh, super, die reichen sogar. Guck mal, die können wir dann nämlich hier für die kurzen Abschnitte nehmen. Das sind jetzt hier 1, 2, 3 pro Seite, also 6 für davon. So, das sind 6. Und hier den Steg, das müsste mit einer Leiste reichen. Super, dann ist nämlich der Abfall auch gleich mitverwendet. Dann muss ich nachher nicht nochmal neue Leisten schneiden. Okay, so, also, wir haben gesagt, wir fangen von der Mitte aus an. Das heißt also, wir nehmen jetzt hier mal die ersten Leisten noch so. Obwohl, nee, schmieren wir gleich so ein. So, der Holzleim ist natürlich auf Wasserbasis, das heißt, der trocknet ziemlich schnell ins Holz ein. Das heißt also, wenn wir wirklich so viel auf einmal einschmieren, müssen wir hier jetzt gleich Gas geben mit dem Festkleben. So, wie gesagt, bloß den Holzleim ein bisschen grob mit dem Finger verstreichen, dass wirklich alle Randflächen, vor allem außen, mit dem Klebstoff benetzt sind, damit er sich da später nirgendwo lösen kann. So, das reicht erstmal für die Lang. Machen wir jetzt, wie gesagt, von der Mitte aus fangen wir hier an, die Abfallleisten erstmal zu nehmen. Kleben die hier auf, ruhig ein Stück überstehen lassen.
Das kann man, bevor man die zwei Decks zusammen dann einsetzt, noch gerade schleifen. Als wenn es jetzt exakt klebt, ist dann vielleicht ein bisschen verrutscht. Und dann habt ihr da wieder einen Luftspalt genau in der Mitte drin. Das möchte man ja nicht haben. So, wie gesagt, ich nutze auch gerne mal die Leisten hier im Wechsel. Wie man das jetzt vielleicht so ein bisschen sieht, dass die nicht exakt alle die gleiche Höhe haben. Ist mir völlig egal, weil ich möchte es so. Wer natürlich da wirklich penibel drauf achten möchte, kann das tun und sich die etwas höher liegenden Leisten dann natürlich alle beiseite legen. Ich werde diese Leisten jetzt auch nicht an der Seite einfärben, dass man diese Kartfaserung drin hat, weil das werde ich dann nachher gleich alles mit dem Wash noch nacharbeiten. Beziehungsweise eigentlich automatisch setzen. Wenn ihr jetzt wirklich merkt, dass der Klebstoff trocknet, so wie jetzt hier am Rand, ja, dann einfach nur noch mal ein bisschen drauf geben an die Stellen, wo das Holz rausguckt. Dann reicht das schon aus. Nochmal glatt streichen. Und dann können hier die nächsten Hölzer draufgelegt werden. So, jetzt haben wir hier noch einen Abschnitt, wo wir noch mal Klebstoff drauf machen müssen. Der wird dann aber eh nicht mehr sichtbar sein später. Von daher ist es eigentlich wurscht, aber ich mache die Leiste jetzt trotzdem drauf. Ne? Sonst denkt er noch, der pusht ja sowieso nur die ganze Zeit rum. Macht er vielleicht manchmal auch. So, machen wir jetzt hier uns noch kleine Stücken zurecht, die wir da drauf setzen. So, grobe Länge abpassen hier. 1, 2 und 3. So, da ist die erste Decksplatte schon beplankt. Ne? Ich werde das jetzt eben gerade noch mit der zweiten hinter der Kamera machen. Dann lassen wir das kurz trocknen. Ich schleife das dann bündig gerade und dann können wir uns mal um die farbliche Gestaltung dieser Decksplatte kümmern. So, zurück, fertig, die zwei Deckshälften. Ne? Ich habe sie jetzt fertig beplankt, wie man es sieht. Oh, schön abgeschliffen rundherum. Die Ausschnitte alle separat gemacht und genau, jetzt kommen wir eigentlich zum farblichen Gestalten und dafür brauchen wir oder benutze ich, also ich zeige euch jetzt, wie ich es mache, ja, und habe ich das schon offen? Ja, okay. Also ich benutze als allererstes hier so einen Filter
von AK Interactive. Und zwar ist das hier das AK-267. Ne, 262. Entschuldigung. Rotbraun für Holz. Das ist der Filter, den ich einmal benutze, um dem Deck jetzt einmal erstmal so eine gelbbraune Farbstruktur zu geben. Und im Anschluss, wenn das dann trocken ist, werden wir dann mit 2, gegebenenfalls 3 Durchgängen hier mit dem AK-301 Dark Wash for Wood Decks, Naval Wash, dann noch das Deck ein bisschen dunkler gestalten und natürlich dann mit einem Stück Krepppapier bzw. mit einem Messer oder mit so einer einfachen Nagelfeile hier aus Papier, wie sie im Kosmetikzubehör im Supermarkt gibt, für 1 Euro, 10 Stück, werden wir dann noch so ein bisschen das Holz nachher wieder runter, also das, die Farbe runterkratzen vom Holz, dass wir quasi so ein bisschen wie hier im Modell diese Laufspuren hinbekommen, ne? Also diese Abnutzung vom Holz. So, ich werde also als erstes mal dieses Wash hier, den Filter, einmal kräftig schütteln. Bei denen sieht man es immer ganz gut, weil das Pigment sich immer am Boden absetzt. Sobald nichts mehr am Boden dranhängt, ist es eigentlich gut. So, dann nehme ich mir einen feinborstigen, aber großen oder ja, so einen mittelgroßen Pinsel hier. Tunke den einmal ins Pigment ein und streiche damit jetzt erstmal das Holz grob ein. Wie gesagt, das macht aus meiner Sicht auch nichts, wenn es ein bisschen an einer Stelle ein bisschen fleckig wird. So, ne? Bei dem Filter müsst ihr natürlich bloß aufpassen, weil, oder überhaupt bei den AK-Produkten, die sind so dünnflüssig, also ihr könnt wirklich feinste Verläufe quasi dieses Zeug hier runterlaufen lassen mit einem feinen Pinsel. Das ist so dünn und dünnflüssig und kriechfähig. Das spritzt natürlich sehr hier beim, wenn ihr mit dem Pinsel hier so über den Rand, dann schießt das natürlich an allen Ecken und Enden auf eure Arbeitsplatte bzw. eure Kleidung oder sonstiges. Also da ein bisschen aufpassen, wenn ihr empfindliche Sachen drumherum habt, legt die beiseite oder deckt sie ab. So, ich mache jetzt eben die Hälfte noch, ne? Und dann geht es gleich mit dem Wash weiter. So, auf geht's zum nächsten Arbeitsschritt. Wir werden jetzt auf das vorbereitete Holz das Washing auftragen. Dafür habe ich mir schon mal ein Zewa zurechtgelegt. Das werden wir nämlich gleich brauchen. So, das tragen wir erstmal irgendwo am besten am Rand zum Testen auf. Also ich mache es jetzt natürlich gleich direkt so, ne? Ich muss da jetzt nichts mehr testen, ob mir der Farbton gefällt, aber wie gesagt, wenn ihr das erste Mal macht, testet wirklich erst den Farbton an einer unauffälligen Stelle, am besten auf einem einzelnen Stück Holz, auf dem Abfall, ob euch der Farbton überhaupt gefällt, bevor ihr das, wie gesagt, hier aufs fertige Modell übertragt.
So, wie ihr seht, haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen eine dunkle Struktur drin. Gut, bei euch auf dem Video sieht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen dunkler aus, als es tatsächlich eigentlich ist. Ja. Dann gehe ich einfach her und tue jetzt mit dem Zeber das so ein bisschen grob abstreichen. So, und was man nämlich jetzt so schön erkennt, hoffe ich, dass man das im Video auch sieht, dass nämlich jetzt durch das Wash, was ich jetzt gerade eben aufgetragen habe, nämlich jetzt automatisch diese Kartfatterung entsteht. Ja. Und die ist auch so, wie ich es nämlich möchte, nämlich unregelmäßig und nicht wirklich steril gleichbleibend. Also mal ist sie etwas dicker, dann etwas dünner, aber sie ist immer da. Ja. Also sie ist wirklich auf dem kompletten Deck zu sehen. Und das ist eigentlich der Zweck, den ich erfüllen möchte. Und natürlich tun wir jetzt gleich nochmal, nachdem das ein bisschen abgetrocknet hat, mit einer Schicht Klarlack hier einmal drüber gehen. Dann lassen wir das trocknen und dann gehen wir noch einmal mit dem Deckwash hier drüber. Und tun dann anschließend nur noch einmal mit Wischen, beziehungsweise dann mit Kratzen und Schaben dann so diese Laufstellen noch etwas auf dem Holz imitieren. So, ich habe mich jetzt in dem Fall entschieden, jetzt keine zweite Schicht drauf zu machen, da es vom Farbton her eigentlich schon fast an das Erstbatteriedeck angleicht. Mit dem Unterschied, dass wir natürlich noch ein bisschen das Deck noch ein bisschen strukturieren müssen. Also sprich die, was ich angesprochen habe mit dem Kratzen. Und das holen wir jetzt nach. Und zwar gehe ich einfach bloß ganz grob hier mit der Klinge ganz leicht über das Holz drüber. Ihr seht also, das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder machen, wenn man sich ein bisschen ransetzt und probiert. Und so hat man auf jeden Fall nachher auch ein Unikat. Ne? Also, wenn ich das Schiff jetzt nochmal bauen würde, würde das Schiff von der Struktur her wieder anders aussehen als das, was ich jetzt gemacht habe. Und wenn wir uns jetzt mal das vorherige angucken, also das erste Batteriedeck, und jetzt das zweite hier aufsetzen würden, na, dann haben wir natürlich hier, jetzt mal gucken, ob man das irgendwie aufs Bild bekommt. Das ist natürlich jetzt blöd, weil das Licht hier oben so blendet. Ich krieg's jetzt aber nicht hier unten rein, oder? Naja, ich meine mal so ein bisschen erkennt man es, ne? Dass hier bei dem ebenfalls jetzt diese hellen Striemen rausgucken. Und das, wie gesagt, hier oben ist jetzt halt nur so hell, weil halt das ah, guck mal, so kriegen wir es hin. Ha! Einfach die Hand drüber halten. Mensch, Sepp, du bist so erfinderisch. Einfach hier das Licht abblenden und schon sieht man eigentlich, dass es ja eigentlich dieselbe Struktur hat. Ne? Und im Endeffekt eigentlich für meinen persönlichen Geschmack nachher ein schönes Modell wird. So, bevor ich jetzt natürlich das Deck natürlich noch einsetze, werden wir das Ganze natürlich hier auf der Unterseite noch beizen. Das mache ich aber gleich hinter der Kamera. Aber bevor wir das einsetzen, müssen wir natürlich noch hier das Deck, beziehungsweise hier diese ganzen
Saalinge und Stützen alles noch mit dem Klarlack behandeln. Dafür benutze ich hier den Clou Möbel Lasurlack. Hat eine schöne Struktur, stinkt auch ordentlich, so wie es sein muss. Ich mag es stinkig. Wer mich kennt, weiß, ich stehe total auf Nitro. Und dann tut man das einfach hier alles schön grob einpinseln. Und dann kommt natürlich die Holzstruktur auch noch mal ein bisschen schöner raus. So ihr Lieben, das war's schon wieder für dieses eigentlich kurze Bauvideo. Ich habe euch gezeigt, wie man dieses Deck jetzt hier ein bisschen mit Farbe versieht, also sprich erstmal einen Filter aufträgt, wie man einen Wash aufträgt, wie man das Wash behandelt. Also jetzt als, ich will sagen, ich bin kein Profi, was das angeht, aber ich lerne auch immer wieder hinzu. Aber ich möchte mein Wissen natürlich auch an euch da draußen weitergeben. Ja? Also das ist mein Ziel eigentlich, dass ich das, was ich lerne, an euch weitergeben kann. Und ihr das lernt und auch weitergeben könnt. Das ist eigentlich das Ziel. So, also, wir haben jetzt wie gesagt hier dieses Deck zusammen farblich gestaltet. Wir haben es ein bisschen geweathert, gealtert und entsprechend dann habe ich jetzt gerade hinter der Kamera das Ganze noch hier festgeklebt. Also der Kleber muss noch trocknen. Ich habe mal hier diesen den Mittelmast, also den Hauptmast mal eingesetzt, dass man eigentlich nur mal so eine ungefähre Vorstellung der Höhe bekommt. Also das ist jetzt nur der Hauptmast, ne? Und dann kommen ja bekanntermaßen noch eins und zwei obendrauf, die natürlich dann auch komplett getakelt werden, ne? Und mit Segeln versehen werden. So, also wie gesagt, das soll es mal Santissima Trinidad hier im Querschnittsmodell hier von Okre gewesen sein. Wenn ihr mehr Videos von diesem Modell hier sehen möchtet, dann hinterlasst gerne einen Kommentar unten wo ihr schreiben könnt, in der Kommentarbox halt, ne? Und dann werde ich vielleicht mir überlegen, ein paar weitere Baufortschritt-Videos hier von diesem Modell euch da draußen zu zeigen. Also macht's in dem Sinne gut. Ciao, euer Sebastian von Defma Models. Ade.